Viel Spaß mit diesem Video. Wenn es gefällt, ich freue mich über einen Kommentar, über ein Like und natürlich über ein Abo. So, mal wieder was für Faule. Schnippelarbeit, Fisch, alles in Papier, also in Pergamentpapier, Ofenpapier eingewickelt und dann ab in den Ofen. Mehr ist das gar nicht. Wäre dann nicht noch der zweite Teil Beluga-Linsen, da ist ein bisschen was notwendig am Herd, aber in Summe sehr einfach zu machen, aber sehr eindrucksvoll und geschmackvoll. Schaut euch das mal an. Das ist ja nicht so oft, dass man das so mit Papier und Ofen macht. Das ist aber eine sehr tolle Variante, an die Sachen Geschmack und Intensität ranzubringen. Also viel Spaß beim Zugucken, viel Spaß beim Nachmachen und Variieren und guten Appetit. So, Fisch im Papier. Hier entnehme ich erstmal meine Kräuterbutter. Ich werde das unten verlinken. Keine Sorge, dann könnt ihr die auch machen. So, jetzt kümmern wir uns erstmal um die Beluga-Linsen. In einer kleineren Pfanne, ich koche für zwei Personen, an den Mengen wie immer orientieren, Knoblauch und rote Zwiebeln andünsten. Ihr seht, das ist eine halbe Tasse voll und ich mache nachher die doppelte Flüssigkeit, also halbe Tasse, ganze Tasse Flüssigkeit, nämlich Gemüsebrühe und das war's dann. Das ist so eine Art Seven Spices, eine beliebige Gewürzmischung, die ihr dann nehmen könnt. Wirklich nach Belieben, gleich kommt noch Salz und Pfeffer drauf. So, Beluga-Linsen, dann mache ich ähnlich wie bei Risotto, lösche ich das mit ein bisschen Weißwein ab und dann kommt eben die doppelte Menge Gemüsebrühe dazu. Man kann auch Wasser nehmen, aber so die Gemüsebrühe ist halt ein bisschen mehr Geschmack. So, Salz und Pfeffer aufköcheln lassen. Dann Deckel drauf und einfach wirklich leise vor sich hin köcheln lassen. Das sollte nicht aufbrausend kochen. So, und die Beluga-Linsen, die brauchen ca. 40 Minuten. Das heißt, daran ein bisschen orientieren, wie man das dann mit dem Rest macht. Dann passt das auch zeitlich. Der Fisch braucht nachher im Ofen 20 Minuten, maximal 25 Minuten, dann ist er fertig. Also kann man sich daran orientieren. So, Schalotten in Streifen schneiden. Die Zucchini gleich auch passend dazu. Werdet ihr sehen, dass das alles so ein bisschen zueinander passt. Knoblauchzehen nochmal in Scheiben geschnitten. Dann haben wir hier noch frischen Rosmarin, glatte Petersilie, die ich gleich klein hacken werde. Kirschtomaten kommen auch noch dazu. Werde ich halbieren, genau, und die Zitrone kommt nachher auch noch zum Einsatz, das werden wir noch sehen. Was heißt Pergamentpapier? Dieses Backpapier ist das, ne? Oder Stullenpapier. In so eine Form geben, ich mache zwei Rotbarschfilets, das sind Rotbarschfilets und das Papier großzügig wählen, dass das nachher auch wieder geschlossen werden kann. So, der Fisch wird gesalzen und gepfeffert, that's it. Das ist Garam Masala, das habe ich in einer Mühle als Körnermischung, die ich also selber mahle. Man kann aber auch ein anderes Gewürz nehmen oder es ganz weglassen, einfach nur Salz, Pfeffer. So, Sand, das klein geschnibbelte Zeug drauf machen. Nach dem Salz, Pfeffer habe ich eben noch wirklich sehr gutes Olivenöl noch drauf geträufelt. Dann verteile ich die Kräuterbutter gleichmäßig über den Fisch, dann die Zucchini drauf. Schön alles verteilen, die Tomaten auf beiden Seiten, Rosmarinzweige, es gibt nochmal richtig schönes Aroma in dem Papier. Dann die Zitrone in dünnere Scheiben schneiden, das auch alles noch mit belegen, das gibt dann schön auch den Saft und die Säure an das ganze Aroma ab und an den Fisch. Dann nochmal bestes Olivenöl drüber. Ein paar glatte Petersilie, den Rest aufheben für nachher. So, und dann zumachen.
Ich glaube, es gibt eine gewisse Technik, wie man das ohne Hilfsmittel macht. Ich habe es nicht hingekriegt, also habe ich dann so Spieße genommen, um das zu verschließen. Und das hat dann auch ganz gut geklappt, ne? Man sieht, also ihr habt da gegebenenfalls schon eine gute Falztechnik, dass das auch ohne Spieße geht. So, dann 210 Grad Heißluft, also richtig schön heiß, in den Ofen rein, und nach 20, 25 Minuten könnt ihr alles entnehmen, und wunderbar, das duftet so wunderbar. Es ist alles noch bissfest, aber natürlich schön gar. Der Fisch ist ganz toll und saftig, also herrlich, ein ganz herrliches Gericht. Die Kräuterbutter macht auch ihren Beitrag. Also das ist schon so als Gesamtkunstwerk ganz interessant. Dann noch die Beluga-Linsen dazu. Ich raspe da noch ein bisschen Parmesan drüber in groben Streifen. Man kann das auch anders machen. Jeder wie er mag. Unbedingt mal nachmachen. Ist sehr, sehr lecker. Und guten Appetit.